Ich wünsche allen einen schönen Nachmittag und hoffe, dass die Aufmerksamkeit anhält nach so viel Reden und Diskussionen. Ich möchte vielleicht in 5 Punkten ein bisschen darlegen, was wir eventuell heute und natürlich auch in den nächsten Tagen, Monaten und so weiter diskutieren müssen. Lassen Sie mich beginnen, vielleicht über das Verhältnis Politik und Kultur ein paar Bemerkungen zu sagen. Wir haben heute Vormittag ja das gehört, und da war auch die Sprache von Europa, so wie das auch im Titel ist, eigentlich ein seelenloser Körper, dem man eine Seele geben muss. Denn wenn man sagt, Europa eine Seele geben, meinen wir doch eigentlich, und ich danke Volker Hassemann, dass ich von Anbeginn dabei sein konnte, dass Europa an für sich seelenlos ist und jetzt eine Seele braucht. Vielleicht stimmt das auch, aber vielleicht müsste man fast sogar besser sagen, Europa wieder eine Seele zu geben. Denn ich stimme mit einem nicht überein, was am Vormittag gesagt worden ist, dass Europa als Wirtschaftsprojekt begonnen hat. Europa hat als Friedensprojekt begonnen. Die Instrumente waren Instrumente der Wirtschaftspolitik, aber es ging um die Vermeidung und Verhinderung eines anderen Krieges, von Rassenhass, von Nationalismus. Das war der Ursprung von Europa. Und daher müssten wir gewissermaßen auch sagen, Europa wieder eine Seele geben in einer Form, die natürlich auch der heutigen Zeit entsprechend angepasst ist. Dasselbe gilt wahrscheinlich für die Politik. Auch der Politik wieder eine Seele zu geben, so sind es generell auch Antworten zu finden, wie wir aus dem Schlamassel heraus können, dass Politik heute durchaus negativ bewertet wird und europäische Politik vielleicht dann besonders negativ bewertet wird, in vielen Fällen berechtigt oder unberechtigt, aber diese Auseinandersetzung müssen wir führen. Die dürfen wir nicht einfach vermeiden. Und Kollege Roth hat ja bereits einiges auch dazu gesagt, was Politik heute zu tun hat. Darauf werden wir natürlich auch noch kommen müssen, gerade im Zusammenhang mit Kultur. Das heißt aber, und das ist eine Aufforderung an uns alle, dass wir über das Elitenprojekt hinauskommen müssen. Europa wird ja oft als Elitenprojekt angesehen. War wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grund richtig und vielleicht auch notwendig. Martin Schulz verweist immer darauf hin, hätte man unmittelbar nach dem Krieg ein Referendum gemacht und gefragt, ob die Holländer und die Deutschen in einer derselben europäischen Gemeinschaft zusammen sein wollen, wäre das Referendum wahrscheinlich zumindest in den Niederlanden negativ ausgegangen, vielleicht auch in anderen Ländern. Aber wir sind an einem Standpunkt angelangt oder an einem Niveau der Entwicklung angelangt, wo wir auch darüber hinausgehen müssen. Das heißt aber auch, dass wir Kultur nicht nur als ein Elitenprojekt verstehen müssen, sonst trifft sich ein Elitenprojekt mit dem anderen. Das wird auch nicht überzeugend genug sein. Daher bin ich auch sehr froh, dass Kommunalpolitiker, Bürgermeister etc. da sind und dass gerade auch in unserem Rahmen sehr viel auch darüber gesprochen wird. Auch im Zusammenhang mit der Frage von Kulturhauptstädten und überhaupt von städtischer Entwicklung. Immer mehr Menschen leben auch in Europa in den Städten. Daher sind Städte wieder mal der Ansatzpunkt, wie wir vielleicht auch Kultur mit Politik, mit Europa, aber eben auch mit den Bürgern und den Bürgerinnen stärker verknüpfen können. Das ist, glaube ich, eine der ganz wesentlichen Aufgaben. Zweitens, uns muss natürlich klar sein, dass, wenn wir in Europa reden über Kultur, dass wir automatisch auch über Europa, jedenfalls über das Europa der Europäischen Union hinaus blicken müssen. Gerade mit der Kollegin auch aus der Türkei gesprochen. Das kann uns nicht kalt lassen, was sich in der Türkei auch auf kulturellem, gesellschaftlichem Gebiet entwickelt und abspielt. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist, wie wir darüber hinausgreifen. Ich war vor wenigen Tagen wieder im nordafrikanischen Raum. Dort sind genauso viele junge Menschen, die von Europa etwas erwarten, nicht nur Geld, sondern auch im kulturellen Austausch. All jene, die gegen den Fundamentalismus kämpfen und für Freiheit kämpfen und für Toleranz kämpfen und für viele Werte, die wir als europäische Werte bezeichnen, was auch nicht ganz stimmt, das sind eigentlich nicht europäische Werte, sind ja vielfach universelle Werte, gerade auch wenn ich daran denke, an die Emanzipation oder an die Gleichstellung von Mann und Frau in vielen Bereichen, dann ist das etwas, was wir auch in unseren kulturellen Auseinandersetzungen mit einbeziehen müssen, dass wir die Grenzen, auch die Grenzen der Europäischen Union, überschreiten müssen, wenn wir uns zu diesen kulturellen Aufgaben in Europa bekennen. Und das hängt natürlich insbesondere auch mit der
europäischen Außenpolitik zusammen, weil wir eine europäische Außenpolitik ohne Kulturelemente nicht bestreiten können. Wir kämpfen seit langem gemeinsam, zum Teil vergeblich, zum Teil mit kleinen Erfolgen, dafür, dass gerade bei den europäischen Außenvertretungen die kulturelle Dimension auch stärker vertreten ist. Das ist nicht nur etwas, eine Botschaft, die wir nach außen schicken, sondern das ist natürlich auch ein Austauschprogramm, das notwendig ist zwischen Europa und jedenfalls unseren Nachbarn, aber auch darüber hinaus. Drittens, Kultur heißt natürlich etwas, dass wir ins Unbekannte uns begeben. Kultur macht nicht Sinn, wenn es nur das Bekannte zusammenschweißt. Nein, Kultur macht nur Sinn, wenn es auch das Unbekannte hereinholt. Ich werde dann noch dazu kommen, wieso das besonders wichtig ist, zu betonen, weil diese nationalistische Einstellung, die wir in vielen Ländern haben, unsere Kultur und unsere Identität ist etwas ganz anderes als die der anderen. Und die anderen beginnen dann schon gleich beim nächsten Nachbarn. Diesem Konzept muss man diese Vielfältigkeit und das Unbekannte entgegenstellen. Jürgen Konrad hat ja heute davon gesprochen, wenn er gemeint hat, es gibt eigentlich nicht nur eine Seele, sondern mehrere Seelen. Viele Seelen. Und er hat einmal im Zusammenhang, hatte vor der Verleihung des Karlspreises an Schäuble eine Diskussion mit Leon de Winter. Und da hat in dieser Diskussion auch Jürgen Konrad gemeint, die europäische Identität gibt es nicht. Es gibt viele Identitäten. Und wir müssen darauf beharren, dass es viele Identitäten gibt. Natürlich weiß ich schon, dass wir dann auch von europäischer Identität sprechen, aber sie muss immer eigentlich aufgelöst werden in eine Vielfalt von Identitäten, nationalen, regionalen, aber auch persönlichen Identitäten. Jeder für sich hat seine Identität. Jürgen Konrad hat eine andere Identität als ich selbst, als Erhard Busseck, als Herr Ischinger, als viele andere, die hier sitzen, als jeder, der hier sitzt. Und gerade dieses Europa besteht daran, dass wir diese Identitäten respektieren müssen und aufnehmen müssen in uns, um dann daraus, im weitesten Sinn des Wortes, eine europäische Identität zu schaffen, jedenfalls jene Identitäten, die eben verträglich sind mit den europäischen Werten. Und da komme ich gleich dazu, zum nächsten Punkt, Kultur als Werte. Ich glaube, die Debatte muss wirklich auch eine Wertedebatte sein. Und wenn wir, Ukraine ist heute schon oft gefallen, es ist fast unvermeidlich, dass man Ukraine erwähnt, dann ging es zuerst nicht am Maidan unmittelbar, sofort Europa beizutreten als Mitglied. So realistisch waren die schon. Aber es ging um eine Europäisierung der Verhältnisse in der Ukraine. Das ist von denen gekommen, nicht von uns aus, als ein imperiales Konzept. Das heißt, es geht um die Übernahme von Werten, von Verhaltensweisen in die Ukraine, die den europäischen Standard entspricht, der allerdings, ich komme dazu, in Europa oft selbst gefährdet ist. Und damit bin ich eben bei den Werten, die wir zu vertreten haben. In diesem Zusammenhang etwas, was wir bisher vielleicht gar nicht diskutiert haben, wo wir aber auch anfangen müssen, uns zu überlegen, ist natürlich die Stellung der Religionen in dem Wertekanon und als Teil der Kultur. Die Religionen verstehen sich sicherlich mehr als nur ein Element der Kultur, aber sie sind ein Element der Kultur. Sie können ebnen, Gespräche, Toleranz, aber sie können es auch verschließen. Wir haben heute auch in Europa Leute in verschiedenen Religionen, die Religionen missbrauchen, aus meiner Sicht sage ich das missbrauchen, um gewisse Entwicklungen zu verhindern, um Toleranz einzuschränken. Und viele der Debatten, die wir führen, hängen eng zusammen auch mit der Einstellung zur Religion. Während einige, um nur zu erwähnen, weil es auch heute in den deutschen Medien ist, mit Kardinal Kasper, der versucht, die Religion anzupassen an die Realitäten des Lebens, gibt es andere, wieder die wollen Religionen dazu verwenden, um die Realitäten des Lebens sozusagen zu reduzieren, wieder eintöniger zu machen, eingleisiger zu machen. Und ich glaube, auch das hängt natürlich, diese Diskussion müssen wir ebenfalls führen, was die Frage der Kultur, der Werte betrifft. Zuletzt, es ist auch heute schon gekommen, ich glaube, Kultur ist ganz notwendig, um gewisse Entwicklungen in Frage zu stellen, die in Europa auch heute sichtbar sind. Wir reden viel über die Verhältnisse in der Ukraine, in der Türkei und in anderen Ländern. Wir reden zu wenig
über das, was sich in manchen unserer eigenen Mitgliedsländer der Europäischen Union abspielt. Über den Nationalismus, der stärker wird, den wir natürlich auch in unseren Außenbeziehungen beachten müssen. Zum Beispiel, wenn wir nicht daran gedacht haben, den ukrainischen Freunden zu sagen, es ist einfach dumm und widerspricht diesen europäischen Werten, die sie vertreten, wenn jetzt das Sprachenregime wieder eingeschränkt werden soll, nicht nur was die russische Sprache betrifft, was die ukrainische Sprache und andere Sprachen betrifft. Also es ist leicht zu sagen, wir vertreten die europäischen Werte und dann das Gegenteil zu machen. Auch da muss Europa, glaube ich, mit einer starken und eindeutigen Stimme sprechen. Die Xenophobie, die wir merken, die Versuche, hier wieder das Bild, das von einer Gesellschaft gezeichnet worden ist und das sich entwickelt hat, wieder einzuschränken, was die Definition der Ehe betrifft, was, wie gesagt, die Rolle der Nation betrifft, was die Frage Landesverrat ist plötzlich wieder ein Thema in mehreren Ländern, wenn man Regierungen kritisiert. Da gibt es Entwicklungen in Europa, die mir jedenfalls große Sorgen machen und die, glaube ich, uns allen große Sorgen machen. Und daher dürfen wir nicht blauäugig sein, dass wir machen unser Stübchen, unsere Ecke, unsere Kulturecke und vergessen aber, dass auf der anderen Seite sich in einer anderen Ecke Menschen breit machen und Ideologien breit machen, die am Zerstören dieses Europas sind. Und daher kann ich noch einmal auch das, was Juri gesagt hat, betonen. Es geht wirklich auch, dass wir uns sehr bemühen, mit den verschiedenen NGOs und Organisationen, die auch hier vertreten sind, auch dieses Europa von unten wieder neu aufzubauen. Und dieser Neuaufbau kann sicherlich nur mit Kultur beginnen. Um nochmals zum Beginn zurückzukommen, ich habe Europa nie als ein Wirtschaftsprojekt gesehen. Es ist auch, hat auch nicht begonnen als Wirtschaftsprojekt. Und wenn wir heute und gerade im Zusammenhang mit der Ukraine sehen, das ist nicht ein Wirtschaftsinteresse, das wir dort vertreten, denn dann würden wir was anderes vertreten, weil das vielleicht sogar ein teures Projekt ist wirtschaftlich. Aber es geht um die Idee, es geht um die Werte, die wir dort vertreten. Und in diesem Sinn, glaube ich, geht es sicherlich darum, Europa wieder eine Seele zu geben oder vielleicht, um es noch einmal ein bisschen abzuwandeln, wieder verschiedene Seelen zu geben, aber Seelen der Toleranz, Seelen der Akzeptanz und Seelen der Kultur. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir da heute ein Stückchen weiterkommen, dann haben wir eine Grundlage für unsere weitere Arbeit bis zur nächsten Berliner Konferenz geschaffen. Dankeschön.